willkommen zur Traumflieger Equipment Demo. Heute geht es um das Nikon 2470 F4 für die Nikon Z6 oder Z7, also mit Z-Mount 2470S heißt es hier an einer Nikon Z6 zu sehen, also ein Standard-Zoom 2470 2,9-fach. Zoomfähig, ja, und das wird als Set-Objektiv verkauft, rund 600 € Aufpreis, kriegt man aber auch solo, ja, kommt auf den Anbieter an, war glaube ich mal eine UVP so um 1000 €, da gibt es einige Angebote um 899 und einige sind jetzt mittlerweile auch schon drunter, naja, so 600 € Aufpreis muss man rechnen. Ja, so ein Standardzoom ist natürlich richtig spannend, weil das ist ja dann auch der Standardpartner zu einer Nikon Z6, Z7. Da ist natürlich die Frage, wie gut ist das optisch und mechanisch? Und ja, das würde ich hier mal etwas näher vorstellen. Wie liegt es in der Hand? Ist es ein guter Partner für die spiegellose Nikon Z6 oder Z7? Also mir persönlich gefällt das sehr gut. Also es wiegt rund 500 Gramm solo und man liegt so in der 1100 Gramm Gewichtsklasse, wenn es an der Kamera ist insgesamt. Dann ja, es ist jetzt kein super Leichtgewicht, aber auch nicht zu schwer. Man hat natürlich jetzt keine beliebige Zoomfähigkeit im Telebereich, also 70 mm, da endet das natürlich. Aber trotzdem ist es halt ein Standardzoom, Weitwinkel bis in den gemäßigten Telebereich. Und ja, wenn man das hier betreiben will, dann verlässt man erstmal eine Parkposition, das heißt, es arretiert hier. Und wenn man das also so arretiert starten wollte, dann meckert die Kamera auch und sagt, ja, fahr mal die Position aus. Also eingefahrene Position. Ja, ob das sein müsste, ich bin nicht ganz sicher. Sicherlich schön, dass man einen Transportschutz hat, aber es hält sich natürlich auch so und würde sich jetzt auch so ohne Parkposition halten. Also eigentlich nochmal so ein extra Bonus, das macht es durchaus mechanisch auch hochwertig. Ja, wie ist es gefertigt? Es verfügt über eine Mischkonstruktion. Das heißt, hier haben wir Metall, das ist Magnesium und hier haben wir dann Kunststoff. Fährt man das aus, dann haben wir hier Kunststofftuben. Also es ist eine Mischung aus Metall und Kunststoff. In der Hauptsache hat man eher ein kunststoffartiges Feeling, weil diese Metallfläche hier, die berührt man eher weniger. Ja, hier hinten haben wir eine kleine Gummilippe, das heißt, da ist eine Abdichtung vorhanden. Auch im Innern sind Gummiabdichtungen, also wir haben einen Staub- und Spritzwasserschutz. Das ist schon mal sehr schön. Ansonsten, ja, hier haben wir den breiten Zoomring, der ist auch gummiert hier, fasst sich ganz gut an, läuft auch recht smooth, also relativ laufruhig. Ist natürlich noch zu hören, wenn ich jetzt hier direkt mit dem Ohr rangehe, aber nicht besonders auffällig. Und hier haben wir noch einen Einstellring, das ist also ein Fokussierring, der ist elektronisch übersetzt, den kann man aber umprogrammieren. Da kann man auch die Blendensteuerung aufnehmen oder mittlere Belichtungsstufe. Ich nutze es aber dann als Fokussierring, denn man hätte sonst noch einen zweiten Ring gebraucht, wenn man jetzt beides hätte haben wollen, individuelles Programmieren, zum Beispiel als Blendensteuerung und Fokussieren. Deswegen bewahre ich mir das normalerweise auf, aber kann man in der Kamera dann noch umprogrammieren. Hier gibt es noch einen AM-Umschalter. Einen optischen Stabilisator gibt es nicht, der ist ja über den beweglich aufgehängten Sensor an der Kamera realisiert. Ja, hier vorne haben wir 72 mm Filteranschluss und hier haben wir auch eine Fluoridvergütung, also das, ja, da haftet dann Schmutz nicht so stark an, beziehungsweise lässt sich auch leichter entfernen, auch Wassertropfen perlen leichter ab und wir haben auch eine Nanovergütung.
Ja, das sind jetzt so die wesentlichen Merkmale. Knapp 10 cm in der Baulänge und ja, ich glaube 9 cm vom Durchmesser, 8, 9 cm. Also relativ unauffällig, relativ kompakt, fährt natürlich aus. Und ja, 600 Euro Staub- und Spritzwasserschutz und ja, Metallbajonett natürlich. Und wir haben 14 Linsen in 11 Gruppen und da sind auch Floating-Elemente drin. Eigentlich ein sehr schöner Partner und das ist natürlich auch interessant. Passt das dann zu einer vielleicht neuen Kamera, wenn man sich eine neue Kamera kaufen möchte? Hier spiegelloses Vollformat von Nikon. Das ist natürlich dann interessant, ob das ja, dann vielleicht auch optisch passt. Und das werden wir uns mal angucken, wie das dann hier optisch abschließt und ja, wie das optisch abschneidet. Ja, werfen wir zunächst hier im Studio einen Blick auf die Bildergebnisse. Hier sind wir bei 24 mm im RAW-Format, Offenblende. Und ich scroll mal hier bei 100% in die Testszenerie rein, auch hier im Randbereich schon bei Offenblende. Eine sehr gute Bildschärfe, wie ich finde. Da gibt es nichts zu meckern. Voll durchzeichnet, auch hier auf unseren Skulpturen, da auf den Schwan- bzw. Fasanenpräparaten. Und jetzt haben wir hier den klassischen Testaufbau für Objektivtests. Da haben wir also einzelne Briefmarkenmotive und Musterung zum Auslesen der Auflösung. Ja, hier die einzelnen Abschnitte, die sich dann immer wiederholen. Da kann man die Schärfe dann optisch sehr gut erkennen. 100%, 24 mm, Offenblende F4, sah alles sehr gut aus. Und hier bei 50 mm sehr ähnlich. Unten rechts ein ganz leichter, minimaler Auflösungsabfall, aber alles in allem sieht das sehr gut aus. Auch hier bei 70 mm alles Offenblende, also schon bei Offenblende eine gute Leistung. Hier unten rechts, ja, ein ganz leichter Abfall, aber ansonsten gefallen mir die ausgezeichnet, durchgehend hoch aufgelöst, die Abschnitte, da gibt es eigentlich keine weiteren Ausreißer, zumindest hier in der Testszenerie hier im Studio. Ja, hier noch eine Nahbereichsimpression. Das sind Muschelseitlinge, die habe ich mal im Winter in einem Baumstamm fotografiert. Und ich nutze dann die Nikon Z6 mit dem 2470 auch gerne als Making-of-Kamera. Hier zeige ich mal, das ist jetzt keine Nikon, wie ich dann fotografiert habe. Und das dokumentiere ich dann. Und das funktioniert natürlich auch sehr gut. Ja, hier haben wir jetzt ein gestecktes Motiv. Da gehe ich später nochmal kurz drauf ein. Also automatische Schärfenreihe, Fokusverlagerung, da gibt es auch eine Funktion, aber es ist natürlich kein Makroobjektiv, aber man hat einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 3,3, also 11 cm kann man formatfüllend ablichten. Ja, jetzt schauen wir mal hier auf die Parkplatzszenerie. 24 mm Offenblende sah scharf auch im Randbereich aus, das hat mich fast schon ein bisschen überrascht. Jetzt schauen wir hier bei 50 mm, 35 mm. Ja, das sieht auch gut aus. Und hier bei 70 mm alles F4. Hier im JPEG-Format jetzt. Ja, knackscharf im Zentrum. Aber auch der Randbereich, sogar in den Ecken. Das sieht alles gut aus. Das hätte ich jetzt wirklich gar nicht unbedingt erwartet. Also, es ist ein Standard-Zoom in dieser hohen Qualität. Das hat mich wirklich überrascht, muss ich sagen. Ja, und dann marschieren wir noch mal ein bisschen in den Wald. Hier eine Buchenwald-Szenerie, Buchenmischwald hier. Auch hier jetzt bei 24 mm Offenblende. Ja, bis in die Ecken, voll durchzeichnet, gute Schärfe. Geht eigentlich gar nicht besser. Hier noch eine weitere Szenerie, also da sind jetzt auch noch keine Lensflares, das wird später auch nicht auftreten, also Linsenflecken sind hier auch nicht auszumachen, auch hier alles gut durchzeichnet, schon bei Offenblende, auch im Weitwinkelbereich. Ja,
Bleiben wir noch mal ein bisschen im Weitwinkel, hier im Wald, an einem Waldsee. Einige Impressionen, alles unauffällig, unproblematisch, gut durchzeichnet. Schauen wir hier auf die Teichrosen. Wie sieht es aus mit der Qualität? Da kam ich natürlich nicht dicht genug ran, sonst hätte ich mir nasse Füße geholt, aber auch hier in 100% einwandfrei, knackscharf. Ja, hier Gegenlicht im Hochformat habe ich mal ausgelotet, keine Linsenflecken, direktes Sonnenlicht hier, überhaupt kein Lensflare. Das will ich nicht ausschließen, das wird man sicherlich bei Nacht auch mal haben. Und hier im Nahbereich, das sind jetzt die gut 11 cm, das ist so eine Heidi-Libelle, die war noch deutlich kleiner. Da hätte ich vielleicht noch ein Stück näher rangekonnt, aber sehr viel mehr Potenzial hat man dann im Nahbereich nicht, aber immerhin. Ja, also optisch hervorragend, finde ich. Ich war sogar überrascht, also in den Messwerten sehr gut, da gibt es nichts zu meckern. Ein einziges Feld unten rechts wurde so minimal unschärfer hier bei diesen ganz kritischen Testcharts, eher im Nahbereich dann ausgemessen, aber im Normalbetrieb auf größere Distanzen in der Landschaft hervorragend, schon bei Offenblende im Weitwinkel. Wirklich knackscharf bis in die Ecken rein. Das hat mich wirklich überrascht und auch in den anderen Brennweiten eine super Qualität. Adrobe macht jetzt, wir haben das mit Adrobe Camera Raw oder auch im JPEG-Format angeguckt, Adrobe bindet jetzt ein Profil ein. Das ist sicherlich durchaus denkbar, wenn man das Korrekturprofil abgeschaltet hat. Da gibt es ja auch einige freie Rohdatenkonverter, dass man dann ja eventuell noch zu korrigieren hat. Also Vignettierung sind jetzt mit diesen Korrekturen oder auch kamerainterne im JPEG überhaupt kein Thema, außer vielleicht noch im starken Gegenlicht ein paar chromatische Aberrationen. Aber apropos Gegenlicht, auch hervorragend, überhaupt keine Lensflares, also das hat mich schon überrascht. Ist nicht ausgeschlossen, aber alles in allem super. Ja, Autofokustest haben wir auch gemacht hier auf unserer Testchart aus der Unschärfe. 10 Testaufnahmen, 99,4 Trefferquote, also auch einwandfrei. Das liegt eigentlich noch in der Toleranz der Messsoftware. Also knackscharf, zumindest im One-Shot. Und ja, schauen wir mal im Videobetrieb nach, da bin ich mal hier auf dem Flur längs marschiert, da machen wir auch nochmal einen kurzen Vergleich zu einer Sony ASI Mark III mit dem Zeiss 2470 F4 und da haben wir etwas schwierigere Lichtverhältnisse, schauen wir mal nach, wie das da aussieht. Jetzt der Videotest hier an der Nikon Z6 mit dem Z2470 F4 und ja, das sind keine ganz leichten Lichtverhältnisse, etwas schemenhaftes, wechselhaftes Licht. Hier 70 mm automatische Messfeldwahl und ja, schauen Sie so, mit. 70 mm Fokus. Und ja, einigermaßen. Der darf natürlich nicht zucken, das heißt, so, er wird noch ein bisschen Zeit brauchen. Aber das funktioniert hier recht gut. Das Nachführen, jetzt kommt er mal ein ganz bisschen aus dem Takt, aber das ist, denke ich, unproblematisch mit der Nachführung. Das ist auch ziemlich anspruchsvoll, weil das ist wirklich nicht besonders hell. Ich habe jetzt auch kein Auffälllicht bei mir auf dem Gesicht. Also hier kann man auch sehen, jetzt bei 24 mm auch die Nikon Z6. 24 70er S. Gleiches Spielchen. Ich verschwinde mal kurz, um den Autofokus mal zu irritieren. Also, das sieht hier gut aus, unproblematisch. 24 mm. Auch wenn ich mich vor und zurück bewege. Also, keine gravierenden Probleme. Und jetzt machen wir mal einen Vergleich zur Sony A7 Mark III mit dem Zeiss FE2470 F4. Gleiche Spielchen, gleiche Position, 70 mm jetzt.
Ja, das sieht hier eigentlich recht ähnlich aus. Jetzt kommt er nicht so ganz nach vorne. Jetzt hat er es geschafft. Der Autofokus reagiert auf jeden Fall hier. Und das Ganze hier auch an der Sony A7 Mark III mit dem Zeiss 2470 bei 24 mm jetzt. Also gleiche Spielchen. Auch bei 24 mm. Ja, das würde ich jetzt als gleichwertig einstufen, alles in allem. Das sollte man auch nicht überinterpretieren. So, jetzt die Nikon wieder. Jetzt marschiere ich mal hier frei aus der Hand. Ich habe jetzt keinen Videostabilisator aktiviert. Also da ist der Normalstabilisator. Da gibt es ja noch einen Videostabilisator. Der bringt dann ein bisschen was, aber nicht so super viel. Und marschiere mal hier in die Nacht auf die Parkplatzszenerie. Alles mit Autofokus. Zoome mich hier nochmal ein. Also das Ganze Freihand und mit UHD Videoqualität 30p und das Ganze jetzt auch an der Sony, auch UHD Videoqualität und ja, das ruckelt hier etwas stärker. Ansonsten auch Autofokus, die geht hier auf 30 Bilder pro Sekunde. Und an der Nikon hatte ich gerade 50 Bilder und beziehungsweise eine 50. oder eine 60. Deswegen rauscht das jetzt hier etwas weniger. Aber ansonsten, ja, würde ich das als insgesamt vergleichbar ansehen. Ja, also Autofokus im Video. Automatische Messfeldsteuerung habe ich dann und Gesichts- und Augenerkennung im Hintergrund aktiv gehalten. Ja, unauffällig, sind natürlich schwierige Lichtverhältnisse und ja, ich habe auch schon ein paar Erfahrungen hier. Haben wir mal die Sony mit dem Zeiss 2470 F4. Ja, das kann man hier nochmal, ich halte das nochmal im Vergleich hier so ein bisschen rein, dass man das mal sehen kann. Das Zeiss ist jetzt hier an der Sony, hat mehr Metall verbaut, fasst sich dadurch vielleicht noch eine kleine Idee edler an, aber ansonsten sehr ähnlich. Aber in meiner Messung von der Auflösung ist das Nikon besser, deutlich besser, deutlich schärfer als das Sony, ja, und im Autofokus, alles in allem, da habe ich schon ein paar Erfahrungswerte gesammelt. Also der Autofokus jetzt im Videofilmbereich war ich sehr angetan, bisher auch von der A7 Mark III mit diesem 2470 F4 Zeiss. Sehr zufrieden, wenn ich genügend Licht habe. Aber wenn ich so in Lowlight reinkomme, da kommt der Autofokus dann doch ins Schlingern. Da hatte ich schon mal das eine oder andere Motiv, wo ich dann auch Dokumentation von mir draußen gefilmt habe, wo ich dann schon Probleme hatte. Und da in Lowlight ist das dann nicht unbedingt super stark. Und ja, meine bisherigen Erfahrungen hier in dieser Kombination, auch mit dem Objektiv, sind eigentlich sehr gut. Das muss ich nochmal weiter verfolgen. Wie das dann später in der Praxis aussieht. Im Moment habe ich einen sehr guten Eindruck, auch in Lowlight. Hier mit dem 2470S von Nikon für Z-Mount. Ja, ansonsten Nahbereichsfähigkeiten, Abbildungsmaßstab von 1 zu 3,3. Das heißt, ich kann formatfüllend ungefähr 30 cm hat man Abstand, so ungefähr, also vom Bajonettansatz gerechnet. 11 cm in der Breite kann ich formatfüllend einfangen, also das ist jetzt natürlich kein Makroobjektiv, da hätte ich dann ja 36 mm, könnte man ja mit dem 1:1 Makro, hier haben wir ungefähr 11 cm und ja, es ist weitgehend parafokal. Nochmal zum Makro, wenn ich jetzt hier eine Nahlinse vorsetze, zum Beispiel eine Raynox DCR 250, gibt es ja auch mit Snap-Mechanismus,
Die würde jetzt nur bis 67 mm einschnappen. Das kann man aber mit dem Anpassungsring machen. Da hat man leider eine relativ starke Vignettierung. Also das würde ich nicht empfehlen. Man kann sicherlich einen Crop machen und Ausschnitt und dann die Vignettierung loswerden. Aber zu starke Vignettierung, also das ist ein bisschen schade. Im Moment habe ich noch nicht gesehen, dass es automatische Zwischenringe gibt. Die wird es sicherlich irgendwann geben. Gefunden habe ich sie noch nicht. Wenn, werden wir sie sicherlich auch bei uns im Traumfliegershop anbieten. Und dann könnte man sich natürlich mit dem Objektiv hier noch weiter in den Nahbereich annähern über Distanzringe. Es gibt sicherlich auch manuelle Zwischenringe, da könnte man das schon machen. Dann würde man allerdings die Blendensteuerung verlieren. Und ja, der Autofokus hier, den könnte man dann auch nicht steuern. Also da warte ich dann auf Automatik-Zwischenringe. Ja, ansonsten, es gibt noch einen Focus-Bracketing-Modus hier an den Kameras, also hier an der Nikon Z6 automatische Schärfenreihe. Das habe ich hier auch mal getestet. Da kommen wir auf 4 Bilder pro Sekunde, wenn ich das geräuschlos mache, und wenn ich den mechanischen Verschluss einsetze, auf 5 Bilder pro Sekunde. Also wenn man diese Schärfenreihe kammerinternes Focus-Bracketing nutzt, zwischen 4 mit vollelektronischem Verschluss, also geräuschlos, oder 5 Bilder, wenn man das mechanisch macht. Das ist sicherlich jetzt auch unabhängig vom Objektiv, aber das ist dann mit diesem Objektiv auch die Geschwindigkeit. Sicherlich nicht unbedingt das dedizierte Makroobjektiv, aber es ist auch ein Standardzoom und es ist auch weitgehend parafokal. Das heißt, wenn ich den Zoom hier nutze, dann verlagert sich die Fokusebene nicht. Oder nur minimal, das ist eigentlich kaum zu registrieren. Das ist natürlich auch sehr schön, wenn man zum Beispiel im Video zoomen sollte. Macht man normalerweise ja nicht so oft, aber kann man natürlich machen. Und dann ist natürlich schön, wenn sich der Fokus nicht so sehr verlagert. Der elektronische Einstellring hier, der ist leider elektronisch. Es gibt den einen oder anderen Videofirma, der da auch Follow Focus vielleicht einsetzen will und damit Markierung arbeitet. Das funktioniert dann elektronisch nicht mehr so gut, aber das ist gar nicht anders zu machen, sonst hätte man das ja auch gar nicht von der Kamerasteuerung umprogrammieren können. Also das ist hier elektronisch übersetzt und man hätte jetzt zum Beispiel auch Focus Stacking, also eine automatische Schärfenreihe über Dreh am Fokusring hier machen können, kann man theoretisch auch, sagen wir im Videomodus, kann man natürlich manuell verlagern. Das ist sicherlich kein Problem, aber wenn man das jetzt im schnellen Serienbildmodus zum Beispiel mit bis zu 12 Bildern pro Sekunde und dann dreht man hier am Ring, das funktioniert nicht so gut und das liegt eben daran, dass es hier elektronisch übersetzt ist. Aber da hat man natürlich auch die interne automatische Schärfenreihe, auch wenn die dann nicht ganz so schnell ist, zwischen 4 und 5 Bildern pro Sekunde. Alles in allem finde ich das ein toller Partner. Da hat Nikon einen wirklich guten Partner für die Z6 oder Z7 entwickelt. Mir gefällt die Linse wirklich sehr gut. Sicherlich hätte man noch einen Tick mehr Hochwertigkeit verbauen können, indem hier noch vielleicht ein bisschen mehr Metall verbaut wurde. Aber damit ist das Teil aber auch leichter. Und ich bin damit rundherum zufrieden. Vor allem auch die Abwägungsleistung stimmt und die generellen Attribute, Staub- und Spritzwasserschutz und auch die Vergütung. Toller Partner und ich finde, das ist eben auch ein ganz entscheidendes Faktum. Das wertet das ganze System erheblich auf. Also wenn das Standardzoom stimmt, nicht zu schwer ist, gute Abwägungsleistung bringt, gute Nahbereichsfähigkeiten hat und sich auch gut anfasst und die Attribute stimmen, dann wertet das gesamte Kamerasystem erheblich auf. Und insoweit Kompliment an Nikon und ich finde, das ist wirklich ein Must-Have-Objektiv. Die meisten werden sicherlich auch das im Kit kaufen. Ich habe es mir auch im Kit gekauft. Hier also zu sehen, Nikon Z6 2470 Kit. Ja, was ist da drin? Natürlich die Kamera und dann gibt es hier eben noch die Schatulle für das Objektiv. Da ist dann noch so eine Hülle, so eine Samtschutzhülle dabei, fasst sich gut an, kann man
reinpacken. Und hier haben wir auch noch eine Streulichtblende. Die rastet hier also auch fest ein. Klappert auch nicht. Ja, so sieht die aus, die Streulichtblende. Kann man die noch verkehrsrum aufsetzen. So kriegt man die auch. Ja, und dann gibt es natürlich noch Schutzkappen. Da verzichte ich jetzt mal drauf. Ja. Runde Sache. Vor allem die Auflösung hat mich überrascht. Guter Autofokus. Es gibt sicherlich im Servo-Fotomodus. Das muss man noch ausloten. Da gibt es den einen oder anderen, der sagt, naja, die DSLR, die, was weiß ich, Nikon D500 oder D5, da kennen sie einen besseren 3D-Autofokus. Das hat diese Spiegellosen, da kommen sie noch nicht ganz ran. Das will ich jetzt mal gar nicht besprechen, aber im Videobetrieb toller Autofokus, im One-Shot AF sehr gute Leistung ohne Ausreißer und ja, die Geschwindigkeit stimmt da auch einfach super Teil. So viel im Moment vom Nikon 2470S für das Z-Mount für die Nikon Z6, Z7. Machen Sie es gut, macht's gut und bis zum nächsten Mal.